Sie suchen einen Schienennetzplan oder Liniennetzplan der Deutschen Bahn. Also das Schienennetz, da suchen Sie einen Plan für, und zwar hier speziell einmal für Nordrhein-Westfalen. Wie finden wir diesen Plan, den wir als PDF-Datei runterladen können? Wir gehen einmal auf einen Browser. Das wäre eben hier ein Browser, der Browser Mozilla Firefox. Da öffnen wir ein neues Fenster und geben einmal ein DB. In der Adresszeile können wir ja genauso gut etwas eingeben, was wir suchen, wie auch eine Adresse. Wir geben also einmal ein DB Netzplan Leerstelle NRW für Nordrhein-Westfalen. Also wir suchen DB Leerstelle Netzplan Leerstelle NRW. Und jetzt drücken wir einmal die Return-Taste und dann haben wir sämtliche Webseiten angezeigt, wo Google Kartenmaterial gefunden hat. So, da gehen wir einmal auf den ersten Eintrag, weil dieser erste Eintrag von der Deutschen Bahn ist. Und das ist die Originalseite www.bahn.de. Da gehen wir einmal auf den ersten Eintrag drauf, hier wo Kartenmaterial Bahn steht. Mit einem Doppelklick. So, jetzt haben wir also alles bei der Bahn, was hier mit Kartenmaterial zu tun hat. Einmal können wir etwas im Bahnshop kaufen. Wir wollen aber kein, ist hier gerade eine Meinungsumfrage, da möchte ich im Moment nicht dran teilnehmen. Und ich habe jetzt hier angeboten, hier unten Karten für den Personenverkehr Europa und dort eben verschiedene Möglichkeiten hier über Bahnshop, das will ich ja nicht, wie gesagt. Dann habe ich einmal über Fernverkehr der ICE-Strecken und einmal über ICE-EC-Strecken. Das ist von ganz Deutschland. Ich möchte aber den Nahverkehrsbereich haben. Und zwar möchte ich diesmal einmal hier Nordrhein-Westfalen, also vom Bundesland Nordrhein-Westfalen, den Bahnverkehr haben. Deshalb zeige ich mit dem Mauszeiger da drauf und einem doppelten Linksklick öffne ich das Ganze. Und dann bekomme ich jetzt hier eine Seite angezeigt. So, damit ich jetzt weitermachen kann, möchte ich gerne diese Seite einmal speichern und gehe einmal hier oben auf den Begriff Dokument speichern, weil ich möchte Ihnen dann noch etwas zu zeigen, was also noch umfangreicher ist als die Möglichkeiten, die ich in diesem Browserfenster habe, wenn ich diesen Linienplan öffne. So, also ich bin also einmal auf Speichern gegangen mit dem Mauszeiger, habe ich drauf gezeichnet, bin dann auf Speichern gegangen und sage jetzt, er sagt mir jetzt Öffnen von dieser Datei, und indem er diese Datei hier, also in diesem Fenster bietet er mir an, dass ich diese Datei auf dem PC speichern kann, und das möchte ich machen, weil ich damit etwas vorhabe, was ich Ihnen halt gleich zeigen möchte. Und zwar wird das jetzt hier runtergeladen. Ich bin dann also einmal jetzt hier auf diesem Plan. Und das wäre eben jetzt die letzte Datei, die er hier runtergeladen hat. Und auf diesen obersten Eintrag hier, da tippe ich drauf. Das ist also der Dateiname der Datei im PDF-Format. Das ist genau dieser Plan. Und das Besondere jetzt an diesem an dieser Anzeige ist, das wurde nicht mit einem Browserfenster geöffnet, sondern mit dem Programm Adobe Acrobat Reader. Das ist also ein Qualitätsprogramm, was kostenlos ist und wo Sie alle PDF-Dateien anschauen können und auch in einer PDF-Datei, die die Möglichkeit bietet, etwas suchen können. Das machen wir jetzt einmal. Wir gehen jetzt also einmal hier oben auf das Symbol Suchen. Und wir nehmen einmal an, Sie suchen einen Bahnhof, der heißt Siegen. S-I-G-E-N.
N. So, und dann würden Sie jetzt also einmal hier auf dem Lupensymbol haben Sie geklickt mit der linken Maustaste, dann öffnet sich dieses Suchfenster und dann geben Sie den Bahnhofnamen ein oder einen Teil, den Sie wissen, also den Anfangsbuchstaben würde ich sagen. Also wenn Sie jetzt nur von Siegen nur wissen, dass mit SIE beginnt, dann können Sie das auch eingeben, das wird auch ausreichen. Und dann drücke ich einmal die Return-Taste. Jetzt durchsucht er den gesamten Plan nach dem Namen Siegen. Jetzt denken Sie, wo finden Sie das jetzt? Und deshalb würde ich einmal sagen, wir vergrößern das Ganze, indem wir einmal hier oben auf Plus drücken. Oder aber wir können auch einfach das Mausrad drehen und er wandert das dann. Na, mal schauen. Ich vergrößere das Ganze mal. Ich gehe immer auf Größer. So. Und je größer ich das mache, je eher sehe ich das jetzt. Jetzt sehe ich also praktisch, das ist der Bahnhof Siegen und um Bahnhof Siegen sind halt noch viele kleine Bahnhöfe. Dann wüsste ich also, in welche Linie ich jetzt umsteigen müsste oder welches der nächste Bahnhof wäre, eben sagen wir mal von Siegen. Jetzt denke ich, von wo fahre ich los? Und ich sage einmal, ich fahre von Hamm los und weiß jetzt aber noch nicht, wie Hamm geschrieben wird. Ich würde jetzt 1 zu 1 einfach einmal HAM eingeben und drücke dann einmal die Return-Taste und dann sucht er mir alle Bahnhöfe, die mit HAM anfangen, zum Beispiel wie Hameln. Das ist aber noch nicht der richtige Bahnhof, deshalb gehe ich wieder einmal auf Weiter. Dann wird er mir den nächsten Bahnhof anzeigen in Groß und zwar hier, ich habe hier HAM angegeben und dieser Bahnhof, der hier angezeigt wird, der mit HAMN. Aha, es ist also sämtliche Begriffe, die diesen sämtliche Bahnhöfe, die diese drei Buchstaben enthalten, wird hier also angezeigt, wie ich hier gerade sehe. Denn Bochum-Hamme hat ja nicht am Anfang den Begriff Hamme. So, wenn ich jetzt also dann weiter tippe, dann würde er mir jetzt also alle Bahnhöfe anzeigen, hier die mit Hammer und würde HAM beginnen und mit HAM enthalten und würde mich also immer weiter tasten, so könnte ich also immer den bei meinen Bahnhof, den ich suche, dann eben hier im Mittelpunkt des Blickfeldes haben. Wenn ich also dann immer auf Weiter gehe, wäre dann eben immer, wenn da. Und da ist der Begriff, den ich eigentlich suche, also Hamm-Westfalen. Und ich sehe also, wenn ich als Beispiel, wenn ich nach Bockum-Höfel will, ich weiß, dass ich über Hamm fahren muss und weiß dann, die wievielte Station das zum Beispiel ist eben hier, wenn ich Richtung Bockum-Höfel fahre, von Hamm aus. So, das wollte ich Ihnen einmal zeigen, wie umfangreich das ist. Sie können dann hier mit dem Programm Adobe Acrobat Reader, das ja wie gesagt kostenlos ist und was Sie auch runterladen können aus dem Internet, zum Beispiel auf www.ship.de unter Downloads. Da können Sie eben dieses Programm hier zum Beispiel dann auch sehr schön sehen. Hier kann man noch etwas einblenden, ausblenden und so weiter. Und das ist also, ich finde die Lehne hier sehr gut, weil man ja die Örtlichkeit eben nicht kennt und dann trotzdem noch eben den Namen findet. Wenn ich jetzt zum Beispiel einmal suchen würde, noch einmal zum Test, ich gebe einmal Viersen ein, weil ich wissen will, wo liegt das denn eigentlich, dieser Bahnhof, und würde dann hier einmal auf Weiter klicken. Dann durchsucht er den gesamten Plan und stellt Viersen genau ziemlich mittig auf dem Plan, auf dem Bildschirm dar. Das wäre also dann hier eben dieser Bahnhof. Viersen liegt also bei Mönchengladbach. Das wäre also eine gute Möglichkeit, wenn Sie sich nicht auskennen und etwas suchen wollen, wo sich dieser Bahnhof befindet, welcher Bahnhof als nächstes zu dem Ort hin, an dem Ort liegt, den Sie erreichen wollen, per Zugverbindung. So, ich würde sagen, vielen Dank, bis zum nächsten Video.